So. Ich weiß, ihr zockt das sehr, sehr gerne. Das ist mir bewusst. Aber ich habe hier noch 80 Spiele alleine, die ich alleine zocken will. Die bei mir noch auf der Agenda stehen. So. Wie war das mit Arbeiten? Dann steht da, Bier trinkt, Bier vernichtet. Ja, ja. Ah, hier ist ein Versteck. Aber nur Kristalle. Schade. Da kommen unsere Treppen. Moin, Jungs. Da noch was? Würde mich jetzt sehr wundern. Wie bist du schon hier oben, Junge? Ja, bin so hochgeklettert. Danke. Klar, und der hier besser klettern kann, also sprich ich. Ah. Der hat natürlich Pech. Hallöchen, René. Herzlich willkommen und klar. End. Ich bin tot. So. Kopf unten lassen. Kopf unten lassen wäre vielleicht nicht so verkehrt. Also wir bleiben jetzt mal hier stehen. So. Nicht so geil gelaufen, wie ich es gern hätte. Viel zu viele Lebenspunkte verloren. Aber okay. Hier ist nichts. Hier sind nur Kristalle. ja. 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 Machen wir mal kurz weg. Weil die Kim kurz mal durchwischt. Ach Mist. Oder bin ich wieder da? Auch wieder den ganzen Weg. Och Leute. Jetzt stelle ich mich auch an. Komm, mach weg. Mach weg. So. So. Zack. Zack. Lass ihn werfen. Hopp. Lass ihn werfen. Wunderbar. Das lief besser. Okay. Ach, die kommen natürlich für den feinen Weg hier oben lang, ne? Klar. Magnetresonanz? Möglich. Was es auch ist, etwas in diesen Felsen beeinflusst die Plattformen. Vorsichtig. In diesem Sinne, weil Sam das gerade ansprach. Prost, Jungs. Klimper, klimper. Kann ich hinten auch lang laufen? Nein. Gucken. Der bricht bestimmt wieder gleich weg. Und nochmal. Entschuldigung.
So, wieder hier rein. Na? Okay. Gucken, ob wir was übersehen haben. Sieht nicht so aus, als wäre hier was in der Wand. War noch irgendwas? Nö. Okay. In der Zwischenzeit. Es geht dir gut. Ja, ich habe den Angriff überlebt. Aber unsere ganze harte Arbeit ist zerstört. Daran hast du selbst Schuld, Gandahar. Du hättest meine Schöpfung nie gegen Siedlungen der Menschen einsetzen dürfen. Sie unterdrücken uns. Dass du nicht mehr für uns arbeitest, hat uns geschadet. Mit besseren Waffen als den hier hätten wir sie besiegen können. Mit besseren Waffen wäre Monteverde jetzt nichts als ein rauchender Krater im Boden. Ich soll dir offenbar nur helfen, die Menschen auszulöschen. Charlotte... Menschen sind unsere größten Feinde! Wir haben dich aufgenommen, weil du uns im Kampf geholfen hast. Doch die Wahrheit ist, wir geben nicht auf, bis der allerletzte Mensch tot ist. Aus reiner Dankbarkeit werde ich dich verschonen. Aber wenn du die Waffenfabriken nicht wieder aufbauen willst, dann hast du hier bei uns nichts mehr verloren. Doktor, ich brauche deine Hilfe. Rette mich. Dafür ist er wieder gut genug. Ist klar. Erst verstößt sie ihn und dann so. Nein. Hello. But German stream, of course. My English is not the best. Dass jemand das Game noch spielt. Hello there. Schreibst Englisch und dann ja. Ja, ich dachte, ich zock das mal. Ich hatte mal Bock drauf und dann. Ich habe viele ältere Spiele bei mir noch auf dem PC drauf. Oder auf der Agenda, die ich halt nochmal zocken will. Ja, das war zu viel. Nee, danke. Ah. Oh. Nochmal. Dankeschön. So, ups. Das war knapp. Mensch, wieder beim Rückfliegen. Weißt du, schön mal gleich nochmal. Okay, jetzt stellt er sich wieder zu blöd an. Okay, das wollte ich nicht.
hat er sich verklickt. So. Ah. Warte, halt, ich brauche es nicht. Jetzt warten wir kurz, bis er klappt. Komm, Jungs. Ich weiß noch, Paul. Tja, ich glaube, das wäre mir vor 20 Jahren viel leichter gefallen. Ja, würde mir auch so gehen. Okay. Okay, warte, ich gehe erstmal zu dem nach da oben. Ach, mein. Okay. Dann komm mal her. So. Okay. Ist hier noch was versteckt? Mal gucken. Nö, nö, nö. Sieht nicht so aus. Okay. Erstmal zerlegen wir das Ding. Der Höhleneingang war zu eng, um die Plattformen zu benutzen. Also nehmen wir Seile für den restlichen Weg. Danke. Darf ich mal merken, vorhin konnte man nicht hochklettern, da sind wir über diese Plattform gesprungen. Und da sagt der andere, der ist geklettert. Jetzt kommen wir hier an, haben die schon Seile angebracht. Da war, wenn die schon hier waren, warum mussten wir dann den ganzen Bereich noch beräumen? Das macht doch gar keinen Sinn, Leute. Ein paar Logikfehler. Ziemlich windig. Okay, müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht irgendwie weggeboostet werden. Oh, da ist wieder was versteckt, aber sieht aus wie Kristalle, ne? Ja. Schade. So. Ja. Ausgewichen in den Tod. Ist das nicht toll? Ah, wir haben schon wieder ganz schön viel eingesteckt. Gut, wir müssen mal wieder unsere Energie loswerden. Damit wir einen Grund haben, wieder zu sammeln. Ich gehe noch mal eins runter. Das Teil mitnehmen. So, was haben wir hier Schönes? Können wir das Ding einreißen? Das sieht ja so aus, hätten die hier mal was gebaut. Okay.
Gut nach. Ja, und man kann da doch nie mehr. Doch, er schafft's von allein. Schön. Und weiter geht's. Die Höhle mit der Malerei ist ganz in der Nähe. Yeah. Nochmal. Moin Jungs. Hier sind auch nur Kristalle. Ah, ne? Oh, der Wind wird ja irgendwo schlimmer. Irgendwo was dahinter? Sieht auch nicht so. Dann kann auch jemand links rangehen. Und die sind schon wieder vor mir da. Ja, das ist ja geil. Nur eins noch. Zieh doch das Seil von oben hoch, Leute. Ryder! Nick! Halt durch, Doc! Ja, das ist dumm. Oder auch nicht. Schöner Hechtsprung, Ryder. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Tja, man tut, was man muss. Alles klar, Doc? Nur noch ein Stückchen. Los, Stückchen. Weiter! So, dann das sieht doch sehr verschlechtig. Richtig aus, aber das geht nicht auf. Oh, no way. Ich gedacht, da ist was drin. Weil das sieht so. Aber wahrscheinlich ist das wieder der Ausweg. Da kommen wir zum Schluss wieder raus. Irgendso. Ah. Und man muss einen Hebel drin. Das sind doch die Roboter, die. Hey, ich kann den Höhleneingang sehen. Wir sind in der Höhle, Junge. So. Mal kurz zurückgucken. Nicht, dass wir irgendwas jetzt beim Durchrennen übersehen haben. Sieht aber nicht so aus. Okay, wunderbar.
Das könnte doch wohl der Eingang sein. Los, du betätigst den Schalter, Neck. Natürlich. Ich warte genau hier. Ich muss schon sagen, der Kobold-Chef hatte schon recht. Dass wir irgendwie bloß den seiner Werkzeuge sind, weil gerade machen wir nur das, was die wollen. Okay, nichts weiter. Gut. Gehen wir mal hier rum. Und auch die Platte. Nur noch ein Stückchen, Neck. Jawohl. Sehr schön. Wir haben gerade irgendeine Errungenschaft gekriegt. Wahrscheinlich dadurch, dass wir eine Zahl X an Feinden gleichzeitig gekillt haben. Ich habe es aber so schnell nicht gesehen. Lass uns noch ein bisschen wachsen und wunderbar und hinterher. Die Tür ist hier. Und der echte Schlüssel ist gleich daneben. Neck, sieht dir nicht sehr ähnlich, oder? Nicht besonders. Und hinter der Tür wartet unser Preis. Riesenrelikte in unglaublichen Mengen. Hier steht was geschrieben. Klingt nicht gut. Hier steht, hinter der Tür lauert furchtbare Gefahr. Hier steht auch was von einer großen Verwandlung. Ist aber schwer zu sagen, was das heißt. Der Rest ist weg. Nicht gerade das, was wir erhofft hatten. Den Anhänger des Kleinen zu verwanzen, war wirklich schlau von dir, Katrina. Diese Karte zeigt, wo der Schlüssel versteckt ist. In einer Art von Labyrinth. Mein Schlüssel liegt in meinem selbstgebauten Labyrinth, in der Hoffnung, dass nur der mit der Weisheit, ihn richtig zu nutzen, die Prüfung besteht. Victor, ich glaube, er redet von dir. Ja, aber wo ist er? Das Labyrinth scheint unter dem Obeliskenberg zu sein. Ich habe mich schon immer gefragt, was da unten ist. Also, wie lange brauchen wir bis dahin? Was? Wir gehen dahin? Oh ja! Auf jeden Fall müssen wir den Schlüssel vor Victor finden. Aber keine Angst, ich werde schon aufpassen. Oh, Sie passen auf. Das wäre neu. Sie tun doch, was immer Sie wollen. Und wie immer sie wollen, und egal wie verrückt es ist, niemand stellt sich je in den Weg des großen Doktors. Lukas? Ryder? Du würdest mich aufhalten, wenn ich eine Dummheit begehen würde, oder? Auf jeden Fall. Na los, Doc. Die Seile warten. Wir sind fast da. Ich suche mal einen geeigneten Landeplatz. Wir sind spät. Sie sind schon hier. Dafür war der Motor gedacht. Das Luftschiff misst 1 Kilometer. Obeliskenberg. Mac, kannst du bitte den Eingang für uns sichern? Bereit zum Absprung. Jetzt! Hey, hört auf zu schießen. Das ist nicht nett. Ich glaube, die haben mitbekommen, wo wir sind. Was bist denn du? Lasset mich wachsen.